Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forrest 82 mit einem neuen Video für euch und ich bekam ein Paket von Birnenblatt. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, hier ist was drin, was schon lange angekündigt war, was lange öfters mal verschoben wurde, aber was gut sein soll, muss auch gut werden. Und hier sieht man wieder, dass Birnenblatt hier wieder wirklich einiges unter Leisten tut und vor allem auch wieder, sie machen wirklich erstmal alles richtig. Und erst wenn alles perfekt ist, wird es dann veröffentlicht und so soll es auch sein. Und lieber warte ich ein bisschen länger und da habe ich gleich mal was Gescheites. Und was ist hier drin? Ja, ich habe da so ein paar Sachen mal vorbereitet für euch. Und zwar hier einmal Tanz der Teufel 2 und auch noch Tanz der Teufel oder Armee der Finsternis Nummer 3. Ja, in diesen schön mattierten Mediabooks. Und was fehlt da? Ja, erst natürlich Tanz der Teufel 1, was ja auch bald von Nameless Media bald kommen wird. Ich hoffe mal auch wattiert. Also Nameless Media, wer das sieht, hier denkt dran, auch wattiert, damit auch wirklich alles wunderbar zusammenpasst. Ja, aber Birnenblatt hat ja auch noch was richtig ganz Besonderes für uns vorbereitet, nämlich Invaluable. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar die Dokumentation über Tanz der Teufel. Und ich traue mich eigentlich gerade aufmachen, denn hier wurde mich drauf Warnhinweis, steht da sogar drauf. Und ja, ich muss hier erst was sagen, bevor ich hier das öffnen darf. Aber wir werden jetzt schon ins Fleisch reinschneiden. Mein anderes Fleischermesser ist gerade weggekommen. Ganz komisch. Ja, wo ist er so hingekommen? So, ich tue mal kurz so rumdrehen, damit ihr nicht meine Adresse seht. So, dann starten wir mal rein. So, okay. Okay, also gut. Ich werde es nur mal öffnen. Ich habe schon echt ein bisschen Schiss davor, das jetzt zu sagen. Denn ihr wisst ja, was bei Evil Dead oder Asher's Evil Dead passiert, wenn man so wegen rumalbert, auf einmal sind die ganzen Zombies hier in der Nähe, ja, und die ganzen Untoten, ja, auf jeden Fall. Okay, ich sage jetzt mal, Klaatu Verata, nee, scheiße, oh Gott, ich hab versprochen, nein, okay, pssst, Reset, Klaatu Verata Nictu, ja, und, okay, einmal hier ein bisschen Werbung für das Weekend of Hell. Ist ja schon vorbei, leider. So, und dann haben wir hier ein bisschen Flattepäuschen. Und jetzt für Stefan. Oh, das Ding ist sauschwer. Ich habe wirklich Angst, dass jetzt so wieder ein Zombie entgegenspringt. Ja, und wow. Hier ist es, Invaluable, saugeil, oh Gott, es beginnt schon, der Karton bewegt sich von selber, auf jeden Fall hier Invaluable, ich hoffe wirklich, ich spreche es hier richtig aus, die Dokumentation über Tanz der Teufel und ja, cool, cool, cool. Auf der Rückseite steht hier die Laufzeit drauf, in HD-Version geht 109 Minuten. Und hat Deutsch und Englisch dabei. Als Extras gibt es hier die Toms Super 8 Archiv, Bildergalerie, Trailer plus, halt euch fest, 68-seitiges Booklet und eine Audio-CD. Ja, sau cool. Das Mediabook ist limited auf 666 Stück und es gibt noch die kleine Hardbox und die große Hardbox und die bekomme ich von Megastore Palast und natürlich ist auch dieses schöne Mediabook von Invaluable auch beim Megastore Palast zu bestellen. Kauflinks sind alles unten in meiner Videobeschreibung wie immer und jetzt wollen wir uns wirklich mal dieses richtig schicke, geile Teil angucken und ja, was soll ich sagen, ich bin einfach hellauf begeistert. Ich denke mal, das ist glaube ich jetzt ein Prunkstück, glaube ich, hier vom lieben Stefan vom Birnenblatt und nochmal herzlichen Dank, dass du mir das gleich zugeschickt hast. Und ja, kann für das ganze Video machen. Ich mache einfach mal auf und wenn man hier schon sieht, dieses Booklet, das ist der Oberhammer, ohne Scheiß, ist so fett, so fett. Und natürlich auch sehr schön wattiert, wie auch schon die anderen. Aber hier hat es Birnenblatt etwas schöner gemacht, denn es gab auch eine Umfrage von Birnenblatt bei Facebook, ob man es haben möchte, dass eben hier ein Schriftzug drauf ist oder nicht, auch am Spine. Aber das wollen eben keine nicht haben, denn so schaut es wirklich aus wie das Buch der Toten.
Und wenn man sie so von Weiden wegguckt, es ist schon wirklich sehr gruselig. Und natürlich passt natürlich auch das von dem dritten Tauch sehr gut zusammen. Auch hier finden wir auch keine Limitierung so mehr drauf, bei dem hier. Hier natürlich schon. Aber wie gesagt, das ist natürlich hier schon wirklich echt richtig cool. Und natürlich hier vorne drauf eben ein richtig übles Bild hier eben. Es kommt auch wirklich sehr 3D-mäßig rüber. Hier vor allem in der Kamera. Man denkt, wie das die Zähne etwas rausstehen, aber es ist eine glatte Oberfläche. Hat eine Lederoptik und schaut echt richtig geil aus. Ja, am Spine haben wir auch keinen Schriftzug dran, was mir auch nicht wirklich stört, da ja eben hier das auch wirklich gut zusammenhängt dann. Und hier natürlich eben das Ohr, das Verfaulte, wo halt langsam vor sich hingärt und auch richtig steigt. Und wenn man es jetzt hier so aufschlägt, dann ergibt es auch ein richtig cooles Gesamtbild und schaut echt richtig cool aus. Ja, richtig geil. Wie gesagt, ist auf 666 Stück limitiert, das schöne Mediabook, und ich habe die Nummer 2. Was ich nur etwas kritisieren muss wirklich, und zwar hier eben auf dem, der Text ist hier wirklich sehr schwer zu entziffern, muss ich wirklich zugeben. Also ich habe ja gesehen, wie ich mich anstrengen musste. Hätte mir vielleicht ein bisschen heller machen können, aber nicht so schlimm. Und hier meine Nummer 2 und hier auch dann die Limitierungsnummer, limitiert auf 666 Stück, ich hoffe, man erkennt. Also es ist wirklich sehr dunkel gehalten und eben ist eben ein Schuber, wo man eben das wieder reinstellen kann. Also wie auch schon bei den anderen. So, liebe Filmfreunde, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt einfach mal die Kameraperspektive ändern und gucken uns das mal dann von innen an. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, was da richtig Schönes drin ist. Ja, und jetzt kommt mal das Gesicht auf euch zu. Ja, und nun hier das wirklich richtig coole Motiv von Birnenblatt, von Invaluable. Und hier echt, das schaut wirklich sehr 3D-mäßig aus. Aber wie gesagt, ist eine glatte Oberfläche, aber wirklich richtig cool. So, jetzt schlagen wir mal auf. Und wir haben hier immer einmal Reto und Musik. Ist ja auch mit Zombie mit dabei. Und denken wir, das ist hier die Audio-CD, so wie es aussieht. Ja, digital Kompaktdisk. Und bin da schon mal sehr gespannt, was da Schönes drauf ist. Wirklich wahr. Jo, und jetzt kommen wir hier zu diesem richtig coolen Artwork. Hier natürlich haben wir jetzt kein Bild hinten drauf. Und wir blenden einfach mal durch. Und was wir jetzt hier sehen, diese ganzen Zeichnungen sind auch vom Tom Sullivan gemacht worden. Also komplett die ganzen Artworks. Richtig cool. Und hier Fotos von Within in the Woods, Tanz der Teufel und Tanz der Teufel 2 von Tom Sullivan und natürlich auch noch von Die Armee der Finsternis und eben eine Retrospektive von Peter Osterried in Valuable. Ja, richtig cool. Und hier gibt es ein Vorwort und das kann man jetzt einfach mal hier mal durchlesen, zumindest anschauen. Durchlesen geht jetzt hier nicht, deswegen natürlich auch nach unten legen. Und wir blenden einfach jetzt mal das komplette Booklet hier mal durch mit natürlich ein paar richtig schönen, heftigen Szenen dabei. Und natürlich auch noch hinter den Kulissen Bilder, wie das alles gemacht wurde mit dem ganzen Make-up. Ich finde es richtig cool, weil das war wirklich noch Trash gemacht. Also wirklich noch schöner, alter Film-Make-up. Und finde auch Tanz der Teufel, den ersten, der absolut genial. Also kann ich mir wieder angucken, macht immer wieder Spaß. Und ihr seht ja schon wirklich extrem viel Information über den Film, von der Entwicklung von dem Film. Also wirklich, es ist ja wirklich extrem viel los. Und hier gibt es wirklich recht wenig Bilder. Hier geht es dann weiter mit dem Ganzen, wie es eigentlich hier aufgemalt worden ist. Also wirklich echt sehr, sehr toll. Sehr, wirklich sehr toll. Und dann blenden wir einfach hier mal durch. Und hier haben wir die Hälfte. Man sieht hier, es ist nicht geklebt worden. Es ist gebunden worden hier mit den Schnüren. Wie ihr seht, also auch schön verarbeitet. Hier von der Seite sieht es so aus. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es auch rausbricht, aber es kann nicht rausbrechen, weil es eben hier komplett unter dem Discs draufgeklebt ist. Also von daher müsste es auch wirklich sehr gut halten und habe da auch wirklich gute Hoffnung, dass hier Birnenblatt was sehr Gutes gemacht hat. Aber ist man eigentlich von Birnenblatt ja auch gewohnt. Ja, die Armee der Finsternis kommt hier von 1993. Den Film persönlich finde ich am schwächsten, genauso wie Tanz der Teufel 2. Auch die sind jetzt auch nicht so meine überragenden Filme. Aber man hat es halt eben in der Sammlung, weil es auch alles zu Tanz der Teufel gehört. Hier kleben wir ein bisschen die Dinge zusammen. Hier auch noch ein paar richtige schöne Bilder von dem Armee der Finsternis.
Und hier Ihnen noch einmal Teufelstanz der Zensur. Teufelstanz der Zensur, wie es hier im Vorwärts ging. Also wirklich Hammer. Und mal gucken, ob das jetzt hier auch schon drin steht. Ja, seit dem 8.8.2016 ist Tanz der Teufel ungeschnitten, nicht länger beschlagnahmt. Rechtsinhaber Sony strebt eine FSK ab 18 Jahre an. Hier unten steht's. Und richtig cool. Und jetzt sind wir wirklich gespannt, was da als nächstes alles kommen wird. Hier noch ein Schnittbericht, was alles fehlt. Auch wirklich richtig schön gemacht. Und jetzt kommen wir auch schon fast auf die letzten Seiten. Hier nochmal Evil Dead von 2013. Geht hier auch nochmal los. Auch das Remake finde ich absolut genial. Kommt für mich aber nicht an, eben an das Original ran. Und natürlich auch die TV-Serie von Ash vs. Evil Dead. Auch die kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Auch sehr witzig gemacht und richtig cool. Ja, hier noch ein paar einzelne Bilder noch. Hier eben dann das Original, das Buch der Toten. Und hier noch einige Skizzen von Tom Sullivan. Also wirklich richtig stark, richtig stark. Gefällt mir sau gut. Und jetzt kommen wir noch zu den Discs noch. Und da haben wir einmal die Blu-ray-Disc Invaluable mit FSK 16. Auch hier wie eine Filmrolle aufgewickelt. Schaut richtig stark aus. Und mir wurde auch gesagt, was ich auch erwähnen soll noch, dass es auf der Blu-ray-Disc ein Easter Egg gibt, oder zumindest auch auf der DVD-Version. Und mal gucken, wer die rausfindet. Aber sie soll wohl zu Weihnachten soll veröffentlicht werden von Birnenblatt, was eben hier noch als Extras enthalten ist. Wir sind gespannt und legen wir die Disc auf Seite. Und wir haben hier auch noch dann die DVD-Version. Auch sehr schick, ebenfalls genauso gehalten wie auch dann die normale Blu-ray und auch dann Audio-CD. Und hier haben wir auch wieder nichts hin drauf gedruckt, aber also kein Innenmotiv, aber auch nicht so dramatisch. Und jetzt hier nochmal eben die Rückseite. Auch das finde ich echt stark mit diesem verwesenden Ohr. Also absolut cooles Teil und wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Hier nochmal das Bein. Und ihr seht schon richtig, wie fett dieses Teil ist. Einfach nur Wahnsinn. Ja, liebe Filmfreunde, das war es nun mal von dem Mediabook von Invaluable. Und wir gehen wieder zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun das Mediabook von Invaluable, von der Tanz der Teufel, die Retrospektive. Richtig cool und wirklich, Birnenblatt hat hier wirklich wieder ein Highlight rausgehauen. Und als nächstes kommt ja, was kommt als nächstes von Birnenblatt? Richtig, die Crystal Lake Memorials, auch in einem richtig coolen Mediabook, was hoffentlich auch gut zu den anderen Mediabooks passen, was bei rauskommt von Freitag der 13. Auch darauf habe ich schon einige Artworks gesehen, was kommen wird. Echt coole Teile und darauf freue ich mich natürlich auch extrem sehr. Aber jetzt werde ich mir erstmal die Retrospektive von hier Invaluable mir mal gönnen von Tanz der Teufel. Richtig cool. Und ja, die Hardboxen kommen eben auch noch von Megastore Palast. Und auch davon wird es ein separates Video geben, keine Sorge. Und ja, liebe Filmfreunde, das war es erstmal von mir. Und wie gesagt, das ist auch beim Megastore Palast zu kaufen. Schaut mal vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Und würde ich sagen, noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos, die noch jetzt bald mal wieder kommen werden. Und bis demnächst, euer Foyson80. Tschüss mit Ö. Und ich habe da was Stimmen gehört. Naja, es wird schon nichts passieren, hoffe ich mal, oder? Mit unserem Text, was wir hier sagen mussten. Hab schon ein bisschen Schiss. Naja, wir werden sehen. Bis denn.